Flüssigkeitstanks. Ist klar. Ob wir mit denen noch Kontakt haben, ich kann es mir nur so vorstellen. So, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Wir schauen mal noch hier. Hier ist auch noch ein Stuhl. Da können wir wieder cholerisch Sachen durch die Gegend werfen, aber sonst ist hier nichts los. Oder Lampen an- und anschauen. An- und ausschalten, so. Aber das An- und Ausschalten von Lampen überlassen wir mal unserem lieben Kollegen mit der feuchten Nase. So, und es geht nach unten. Okay, es geht nach unten. Ich habe keine Lust. Gott. Okay. Okay, hier haben wir auch. Das sind coole Lampen. Wie ich finde. So. Und wir sind im Heizraum. Würde ich das mal nennen. Hier stehen Öfen. Da sind auch Schalter dran. Können wir aber nichts. Okay, der ist zu. Auf der anderen Seite haben wir noch einen, der ist offen. Können wir bestimmt auf die Schalter drücken, dann geht er an. Nee. Ah, wir können das Zeug durch die Gegend schmeißen. Mal einfach mal zu. Ah, es werde Licht, es werde Feuer. Gut, weiter ins Dunkel. Oder noch gar nicht mal so dunkel eigentlich. Piston Control Room. Da geht der Punk ab, wie es anhört. Und eben in dem Telefonat hat es ja gehießen, unter den Kolben sollen wir suchen. Pisten oder unter den Pisten. Was ja Kolben heißt. Okay, haben wir irgendwelche. Da ist noch eine Notiz, gucke ich gleich. Ich schaue mich erstmal hier im Raum um. Hier liegt noch eine Uhr. Ne, die können wir nicht mitnehmen. Und hier sind auch wieder Zahlen dran. 6 und 5. Da haben wir 3. Ne, nur 3. 1 und 2. Ah, da kommen wir her. Okay, das sind die verschiedenen Kessel. Das sieht mir doch sehr nach einem Rätsel aus. Hier leuchten die grünen Lichter. Und bei der 3 ist noch... Leuchtet gar nichts. Oder rot. Kann man nicht so genau erkennen. Ich glaube, rot ist an, ja. Und ich schätze mal, wir müssen dafür sorgen, dass das Lämpchen grün wird. Gut, aber erstmal ziehen wir uns jetzt noch die Notiz da rein. 18. Oktober 1899. Entlang der Decke dieser Stufe der Produktionsreihe werden mehrere Sammelzüge installiert. Im Züge der Betäubung und des Ausblutens verströmt das Produkt oftmals stinkende Dämpfe aus seinem Verdauungssystem, die gesammelt, kondensiert und im Methanboiler zum Betrieb der gesamten Maschine genutzt werden können. Nicht schlecht, Biogas im 19. Jahrhundert. Auf diese Weise steigt der Energievorrat der Maschine. Je mehr Produkte verarbeitet werden, was sogar zur Produktionssteigerung führt. Ein simpler Geniestreich, aber einer, der die Vorzüge der selbstregulierten Automatisierung zusammenfasst. Okay, also ein weiterer Hinweis oder Anhaltspunkt, dass die Maschine quasi ein Eigenleben hat. Ein blutiger Vorschlaghammer, das macht Mut. Was haben wir hier? Hier haben wir Hebel. Der steckt fest. Der auch. Und der auch. Stop, are your furnaces fueled? Ah, sind sie nämlich nicht. Die Öfen sind nicht gefuelt. Und ich würde sagen, wir gehen da rein nach vor. Und fangen mit der 3 an. Okay, das ist ja nicht weit. Und auch die Kohle scheint schon direkt davor zu liegen. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns was in den Rücken fällt. Und zu mit der Karre. Und an. Können wir auf den Schaltschrank gucken. Alter, ich habe keine Lust auf das Teil. Gut, 1, 3, 5 läuft. Was haben wir hier? 1 und 2 läuft. Wo ist denn der Schaltschrank? Ach nee, war da. 1, 3, 5 und 2, 4, 6, die geraden Zahlen noch. Gut, die 4 läuft auch, brauchen wir uns auch nicht kümmern. Und dann
müssen wir natürlich zur 6 und da hat, kam ja eben dieses Geräusch her. Ich mache mich mal drauf gefasst, dass ich gleich wieder hier reinsprinten muss. Noch flackert das Licht nicht. Die 5 läuft. Die 6 aber noch nicht. Eine Kohle. Oh, jetzt fehlt natürlich noch ein Kohlestück. Gehen wir mal zur 5. Weil es waren ja immer 2. Was ist das? Ist das Kohle, tatsächlich. Also die Rätsel sind bis jetzt noch relativ einfach. Was macht denn der da? Wirft er auch mit Stühlen um sich oder was? Gut. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuerungssystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuerungssystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Gelöscht? Was? Wir haben doch gerade die Feuer erst angemacht. Zu. Alles gut. Alles okay. Überall ist Licht. Gar kein Problem. Ich gewöhne mich übrigens gar nicht dran, dass man die Laterne die ganze Zeit draußen haben kann. Das ist, ich weiß nicht, mir hat das besser gefallen mit dem Fuel, dass man da immer reinfüllen musste. So. Ein Hebel. Zwei Hebel. Und der dritte. Natürlich jetzt logisch, dass das Licht ausgeht, wenn man irgendwas anmacht. Okay, da läuft der Kolben hin und her. Zumindest der Pleuel von dem Kolben. Der Kolben wird wohl irgendwo unter uns sein. Gut, dann ab in die Dunkelheit. Ach, ja. Und hier ist es natürlich doppelt so dunkel. Nein. Also noch ist dieses, erscheint uns dieses Vieh ja nur. Es läuft vor uns weg oder läuft uns mal über den Weg. Aber es greift uns nicht an. Das ist... Wo denn? Verdammt. Ist das so eklig. Also ich finde, es kommt vom... Ja, also vom Gruselfaktor kommt es nicht ganz an den letzten Teil ran. Noch. Aber es ist schon, ja. Man hat schon so, wenn man so alleine hier sitzt, seine Schwierigkeiten sich zu überwinden. Und das zeichnet ein gutes Spiel natürlich aus. Aber der Vorgänger war bis jetzt eben noch besser. Ist wieder arg dunkel, oder? Ne, wir gucken mal, machen wir ein bisschen heller. Das ist noch nicht so ganz eingependelt, weil es neu installiert ist. Dabei, ich wusste nicht mehr, welche Helligkeit wir damals hatten. Ich hoffe, ihr seht überhaupt jetzt noch was. Wenn nicht, dann ist es in den folgenden Parts natürlich besser. Was? Fuck! Wohin? Wohin? Wohin denn?